Walter Steiner aus Obon, ihr habt das Edelweiss-Hemdli in der Hand, das der Polo Hofer im 2007 beim Aprilscherz mit dem Schweizer Bauer signiert hat. Der hat dann das Hemdli ersteigert und den Erlös der Schweizer Berghilfe zugutekommen. Was passiert jetzt mit dem Edelweiss-Hemdli nach dem Tod von Polo Hofer? Ich habe entschieden, dass ich das freigebe für eine neue Versteigerung. Ich hoffe, dass extrem viele Leute da mitsteigern und der Erlös geht wieder um die Schweizer Berghilfe. Wunderbar. Ihr führt einen Betrieb in Obon. Erzählt uns doch schnell, wie ihr die Bauern. Ich habe rund 42 Hektare, davon etwa 30 Hektare offenes Sacherland. Ich mache Sonnenblumen, Raps und ich teile auch selber für Öl auf dem Betrieb und direkt verkaufen. Ich mache Topweizen für einen Mülli in Obon. Und nebenbei noch Erbs. Ich mache auch Linsen und probiere Spezialitäten aus wie Quinoa und andere Sachen. Wunderbar, das klingt sehr interessant, sehr vielseitig. Hoffen wir doch, dass das Edelweiss-Hemdli gut versteigert wird, dass jemand neues Freude hat an diesem Polo Hofer Edelweiss-Hemdli und dass die Schweizer Berghilfe auch wieder eine schöne Spende bekommt. Merci vielmals, Walter Steiner.